das Recht auf Leben, Recht auf Bildung und Schutz vor Gewalt und das Recht, gehört zu werden. Seit über 25 Jahren sind das die Grundpfeiler der Kinderrechte. Die UN-Kinderrechtskonvention hat sie verankert, doch bei der praktischen Umsetzung hapert es häufig. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Kinder selbst gar nichts von ihren Rechten wissen. Das BUDDY-Programm will genau da ansetzen. Wir versuchen, Schule zu verändern, in dem Sinne, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Haltung und Handlung verändern, mit dem Ziel, dass Kinder und Jugendliche sehr, sehr frühzeitig Kompetenzen erwerben, die sie später brauchen, um ihr Leben gut gestalten zu können oder auch, um die Gesellschaft besser gestalten zu können. Seit 2014 ist das BUDDY-Programm in Sachen Kinderrechte unterwegs. Heute besuchten Vertreter des Vereins von UNICEF Deutschland und NRW-Schulministerin Silvia Löhrmann die Grundschule Sternstraße in Walsum. Hier wurde das theoretische Konzept bereits in die Praxis umgesetzt. Das wirklich in die Tiefe gehende pädagogische Konzept, die intensive Auseinandersetzung von BUDDY mit den Lehrkräften an einer Schule, im Idealfall allen Lehrkräften, bewirkt eben, dass Kinderrechte wirklich im Schulprogramm verankert werden, dass es konkrete Formen gibt wie den Schulrat, in dem Kinder selbst Entscheidungen treffen. Kinder werden also Subjekte, werden Akteure an ihrer Schule. Das gilt für das schwierige Thema, gegen Gewalt vorzugehen, gilt aber im Grunde für alle Themen, die im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof Kinder und Lehrer beschäftigen. Diese Themen reichen von Kränkungen und Verletzungen über die Menschenwürde bis hin zur Achtung des Privatlebens im Schulalltag. Durch die praktische Erfahrung von Demokratie sollen die Kinderrechte eingeübt werden. Auch für Bildungsministerin Silvia Löhrmann ist das Wissen der Grundschüler, was sie sich mittlerweile dazu schon angeeignet haben, erstaunlich. Es war eine sehr interessante Erfahrung, dass die Grundrechte, unsere Verfassungsgüter, die Würde des Menschen ist unantastbar, hier von den Schülerinnen und Schülern ganz konkret formuliert worden sind, dass die wichtig sind und mit Leben gefüllt worden sind. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir Demokratiebildung, Wertebildung hier ganz konkret in den Grundschulen schon verankern können, dass das ein guter Ansatz ist, auch für die Zukunft. Geplant ist eine Umsetzung dieses Programms an allen NRW-Schulen in Zusammenarbeit mit Kommunen und den Eltern, damit in Zukunft alle Kinder, ganz gleich wo und wie sie aufwachsen, ihre Rechte kennen und sich dementsprechend verhalten können.